Guten Tag, Kollege. Du fährst heute die Regionalbahn von Iserlohn nach Hagen mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen. Lass die Fahrgäste zusteigen und rüste den Steuerwagen auf. Gute Fahrt. Und damit herzlich willkommen zurück im Train Simulator 2022. Und wir fahren heute auf der wunderbaren Strecke Hagen-Siegen Version 3, also eine Deluxe-Variante der Strecke von Darftal Games. Ich habe es endlich geschafft, die von der Community aufgehübschte Strecke mir zu installieren. Ich lasse mal kurz die Passagiere schon mal zusteigen, während ich hier euch wieder voll blubbe. Machen schon mal das Licht an und schalten schon mal die SIFA und die PZB ein. Und wir fahren heute mit dem Wittenberger Kopf und hinten dran haben wir die wunderbare Baureihe 110 und wir fahren ein Szenario von Frankfurt Bahn. Den Link dazu, den habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Gucken wir uns die Strecke heute mal an. Wir fahren im Frühling. Da hinten kommt der Kollege uns auch schon entgegen. Und ja, ich bin Test gefahren am ersten Bahnhof, wo wir halten, hier in Ledmarte-Dechenhöhle. Da fehlt der Bahnsteig. Warum weiß ich nicht. Ich habe alles installiert und sonst habe ich auch keine fehlenden Bahnsteige gesehen. Ihr seht ja, hier sind auch alle Bahnsteige vorhanden. Aber nun gut, kann ich mit leben. Alles okay. So, machen wir Instrumentenbeleuchtung und das. Ne, das war falsch. So, Instrumentenbeleuchtung und das Führerstandlicht noch an. Und da kommt der Kollege. Wunderbar. Und die Strecke ist einfach, ja, in dem Zustand, in dem sie Darftal Games ausgeliefert hat, einfach, ja, überhaupt nicht schön. Aber in der Version hier von der Community einfach herrlich. Wunderbar. So, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Den Richtungswender machen wir mal nach vorne. So, dann warten wir noch, bis die Passagiere zugestiegen sind. Und dann können wir loslegen. So, was haben wir hier noch? Abblenden. Ne, hier war die Tür. Hier, genau. Hier können wir die Türen schließen. Und die 110 ist ja eher eine meiner Lieblingsloks der Einheitslokomotiven. Die schiebt uns heute. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, sind wir überhaupt schon mal mit Steuerwagen gefahren? Weiß ich gar nicht. Nächster Halt Ledmarte, Drachenhöhle. So, Türen einmal zu. Und dann können wir losfahren. Dafür sollten wir allerdings die Bremsen lösen. Auf geht's. Schön an dem Steuerwagen ist ja, wir können hier die Fahrstufen aufschalten. Können es auch gleich mal befreien. Und dann geht es gleich den Berg hinab. In die Bremse reinhauen dann. Allein die Gleise von Darftal Games sind ja total pottenhässlich. Und die Gleise, die hier verlegt wurden, das sieht dann einfach schöner aus. Hier geht die Strecke rechts ab. Wir fahren aber den Berg hinunter. Rollen lassen. Die haben wir schon echt richtig Steigung drin. Es sind auch Ansagen verbaut, nur die sind ein bisschen leise geraten. Ich hoffe, ihr hört die. Da ich eben Drachen,
Drachenhöhle gesagt. Wir fahren natürlich zur Dächenhöhle. Drachenhöhle. War nicht schlecht. Der Teil ist ja in der Strecke für Transymbol 2 gar nicht dabei. Der Teil hier, wo wir nach Iserlohn fahren können. Ah, ist einfach schön. Wenn dann auch noch mal, ich habe auch noch ein zweites Szenario gefunden, wo ich die ganzen Freeware und Payware Sachen für habe. Mit dem Güterzug auf der Hauptstrecke im Sommer. Das werden wir dann demnächst auch noch fahren. Aber es ist einfach, ach, schön. Endlich kann ich die Strecke fahren. Schön, schön. Letzter Halt. Legmatte Pechenhöhle. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau, und nach Dächenhöhle, zwischen Dächenhöhle und Ledmate, fädeln wir dann noch auf die Hauptstrecke ein. Und wie gesagt, hier in Dächenhöhle haben in der Probefahrt die Bahnsteige gefehlt, leider. Vielleicht sind sie jetzt da, vielleicht haben wir Glück. Ja, tatsächlich. Da ist der Bahnsteig. Schön. So, machen wir die Türen auf. Alle einsteigen. Keine Ahnung, warum der gefehlt hat, aber naja. Besser in der Probefahrt als jetzt in der Aufnahme. Er ist der Beste immer. Nächster Halt, Ledmate. Na, jetzt. Schön mit den N-Wagen hinten noch dran. Und weiter geht's. Mal eben gucken in den Optionen. Ne, wo waren das? Hier war das, ne? Genau, Sichtfeld. Bisschen weiter raus. So. Genau, so ist das, glaube ich, besser. Können wir auch hier mal zumachen. Wieder auf. Das ist übrigens die 110er mit dem Wittenberger Kopf und den N-Wagen von Virtual Railroads. Schon die Hauptstrecke und da fädeln wir uns jetzt rein. Nächster Halt, Legmatte. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Schön. Besser geht's doch gar nicht. Herrliche Überholung hier. Schön. Der Kollege.
Ja, im Sommer ist das Ganze hier natürlich nochmal eine Ecke genialer. Aber das Szenario spielt nun mal halt im Frühling. Muss ja nicht immer nur im Sommer fahren. So. Rollen wir hier einmal rein. Die Bremse rein. Oh, liebe Dame, jetzt wärst du aber fast da reingefallen. Schön gemacht das Ganze. Ja, und ich kann es immer wieder sagen, es ist halt traurig, dass man sowas nie in Transient World haben wird, ne? Herrlich. Hier sind auch noch Waggons abgestellt. Genauso wie hier. Hier drüben. Schöne Atmosphäre. Wunderbar. Echt froh, dass ich den Schritt gewagt habe. Ich habe ja echt jahrelang mit mir gehadert. Na? Train-Simulator, um ihn mal ordentlich auf die Platte zu holen. Echt mal Geld in die Hand zu nehmen. Weil die normale Karriere-Szenarien, die kannst du halt total in die Tonne treten. Noch eine Weichenfahrt haben. Befreien dürfen wir uns jetzt nicht. Da kommt er zurück. Scheint die Waggons irgendwo abgekoppelt zu haben. Oh, das war eine andere. 294er müsste das gewesen sein. Genau, da vorne müssen wir jetzt, glaube ich, noch über die Weiche fahren müssen. Ja, da hat die Waggons dahingestellt. Mega. Richtig genial. Dann hier links rüber. Und dann dürfen wir uns auch gleich befreien. Uns entgegen mit dem Güterzug. Schön gemischt. Und auf geht's nach Hohenlimburg.
Es gibt im Forum gibt's halt auch echt 14 oder 15 Seiten sogar an Aufgaben hier für die Strecke. Nächster Halt, Hohenlimburg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Auch schön viel abgestellt hier. Einmal die Strecke komplett durchfahren, da habe ich halt auch richtig Lust drauf. Dieses Flackern hier teilweise, das geht mir halt schon ein bisschen auf den Sender. Aber das sind so Kleinigkeiten, die ich dann doch auch verkraften kann. Ach, ich freue mich echt wie so ein kleines Kind, dass ich endlich auf dieser Strecke fahren kann. Das ist ja zum Teil gar nicht so einfach, sich so Streckenupdates zu installieren. Weil teilweise entweder die Links tot sind zu denen. Können wir mal ein Stück nach oben fliegen. Die Links tot sind zu den zu den Assets, die man benötigt. Nächster Halt Hagen. Oder die Seiten, wo es die Assets gibt, gar nicht mehr existieren, zum Beispiel railsimulator.net. Das ist dann natürlich schwierig, oder man braucht halt Versionen der Assets. Na? Jetzt. Die es auch gar nicht mehr gibt. Hier braucht man zum Beispiel von gewissen Signalen die Version 7.2 oder 7.3. Die muss man sich dann erstmal zusammensuchen. Aber es lohnt sich halt auch. Ne? Das nächste ist dann Köln-Koblenz, was ich mir holen möchte. Nächster Halt ist Hagen. Da haben wir noch knapp 17 Kilometer. Bei Köln-Koblenz ist halt auch eine extrem schöne Strecke in der Realität. Aber diese Version von Darkflake Games kann man natürlich auch wieder in die Tonne treten. Und dann gibt es halt auch richtig schöne Freeware-Strecken. Zum Beispiel die Kerbe-Strecke, die habe ich jetzt bei Lord Zwangse gesehen. Mega Strecke. Oder Projekt Roter Knopf. Nachteburg-Randstadt auch. Maverick hat das jetzt am Sonntag, ist halt er wieder unterwegs gewesen auf der Strecke im Stream. Einfach total schön. Aber nach und nach. Alles nach und nach. Schönes Makro. Und natürlich auch im Köblitzer Bergland, ne? Ist ja auch eine komplett fiktive Strecke, aber auch total genial. Oh, wir dürfen 120, sehe ich gerade. Dann machen wir das doch. Und das Lustige ist, obwohl die Strecke hier komplett voll mit Assets und alles ist, total viele Details und total viel Vegetation, habe ich hier im Moment, oh, was habe ich im Moment?
70 FPS. 50 jetzt. 52, 68. Schwankt immer so ein bisschen. Diese Nachladeruckler, das hat jetzt ja nichts mit den FPS zu tun. Das ist halt, wenn er im Hintergrund total viele Bäume auf einmal nachladen muss. Das ist halt manchmal so. Das haben auch der Maverick oder Think New, Fly New. Wenn ich denen ihre Videos gucke, die haben das auch. Also das ist teilweise ganz normal. Das ist halt, ja, wenn er viel auf die Map laden muss, muss er erstmal die Dateien dann auch im Ordner finden und darauf zugreifen. Ist krass, ich habe mir auch S-Bahn Rhein-Main geholt. Da hatte ich jetzt auch ein Szenario mir runtergeladen. Schönes Szenario mit einem Schenker Ganzzug mit LKWs hinten drauf. Da startet am Frankfurter Hauptbahnhof. Ja, hat erstmal 2-3 Minuten gedauert, bis er überhaupt die ganze Szenerie geladen hatte. Das war natürlich auch übel. Und ich muss dazu sagen, mein Train Simulator liegt auch noch auf einer HDD. Ich will mir jetzt eine SSD holen, eine 1 TB SSD, die komplett nur für den Train Simulator ist. Ich glaube, da wird die Performance auch nochmal richtig, richtig viel besser werden, wenn er da schnelleren Zugriff hat. Was kommt uns da entgegen? 145er mit Schiebewandwaggons. Ja, auch hier. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich meine, für Train Simulator Veteranen ist das alles normal. Aber ich finde es einfach so schön, man fährt hier vorbei und so. Es ist ja in der Realität. Da sind Wagen abgestellt und dann. Ja. Das. Oh, wir haben auch einen schönen Ablaufberg links. Das ist halt alles normal. Und so gut mir halt Train Sim World von der Grafik gefällt. Ich spreche es eigentlich fast jede Folge an. Ne? So schade ist es einfach, dass da rollmaterialmäßig halt überhaupt nichts los ist. Hier auch, ne? Die Züge hier, die ganzen Waggons. Genial. Ehemaliger Haltepunkt Hohensieburg. Hohensieburg. Aber da donnern wir nun durch. Bin mal gespannt, was der Frankfurtbahn in Hagen alles Schönes im Bahnhof hat. Oder auch vorm Bahnhof abgestellt hat. Da bin ich echt gespannt. Ja, da, ne? Da ist den Wald da nachgeladen. Was haben wir denn hier Schönes? RWE. Wasserkraftwerke. Ja, sieht stark danach aus.
da von ihr. Gemacht. Und hier steht halt auch eine Menge rum, ne? Und jetzt geht's rein nach Hagen. Mal rollen lassen, wir sind viel zu früh. Viel zu früh. Ja, und da wird jetzt natürlich ordentlich nachgeladen hier. So. Da drüben. Schön. Genial. Rot. Einmal HP 0. Schon gewundert, weil wir haben ja Ankunft 13.47 Uhr, wir sind eigentlich viel zu früh. Dann machen wir hier nochmal einen schönen Screenshot. Na, ist die Tafel im Weg, ziehen wir mal ein Stück vor. Reingefahren rechts neben uns. Kesselwagen. Kann aber nicht der Grund sein für HP 0, weil wir hätten ja Vorrang. Mega. So. Schauen wir mal schön hier nach einem schönen Screenshot. Ah, wir haben gar nicht. Ah, mal hier, wir haben gar nicht. Hagen. Wartet mal. Einmal andersrum. Hagen, da war es doch. Hagen Hauptbahnhof. Wir haben immer noch HP 0, da können wir hier mal schnell Fotoshooting machen. Das ist wahrscheinlich der Grund für unser
Rotes Signal. Das ist noch 145er. Der Regio. Ja, dieses Flimmern, wie gesagt, das ist ein bisschen was, was mich stört, aber. Was ist das für eine Baureihe? 101er. UNICEF. Da dürfen wir dann auch los. Wir haben Wechselblinken mit 500 Hertz. Das bedeutet nicht schneller als 25. Okay, 1000 Hertz. Schön, man steht am roten Signal und wird vom Güterzug überholt, dann kommt einem eine 101er entgegen. Ah, schön. Weiß nicht, ob man das merkt so, aber ich bin einfach so begeistert. Da kommt der nächste Zug rausgefahren. Boah, jetzt dachte ich schon, wir fahren darüber. Der Kollege auch mit der 110er. Und wir sind tatsächlich mal pünktlich. Mega. Und da wären wir. Noch mal auf, aber kein Zug da. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin echt so happy, dass ich diese Strecke endlich hinbekommen habe. Es hat echt lange an diesen Signalen gehapert, was ich gesagt habe, wo man eine bestimmte Version braucht. Der Rest war eigentlich ziemlich einfach zu bekommen. Aber besser spät als nie. Okay, das Szenario wurde abgeschlossen. Grüße, Frankfurt Bahn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Und wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ja, guckt doch mal in die anderen Fahrten rein, wenn ihr da noch nicht im Bilde seid. Da ist einiges schon gefahren worden von mir und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ansonsten, ja, schauen wir mal, was wir als nächstes fahren. Hab da noch etliche Szenarios, die ich mir mittlerweile rausgesucht habe. Vielleicht fahren wir mal wieder durchs Moseltal. Ja, das wäre doch auch eine schöne Sache. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.